Dankeschön. Was bedeuten eigentlich eure Tattoos auf den Armen? Das ist einmal, jeder Tag ist ein neues Leben. So lebe ich. Ich finde, was heute schlecht war, muss morgen nicht wieder schlecht sein. Dann habe ich meine Familie hier ein Stück weit verewigt. Ganz wichtig, mit einem wachenden Auge, dass immer jemand da ist, der auf sie schaut. Egal, wo der ein oder andere gerade ist. Hab hier so ein bisschen meinen Lebenslauf selbst kreiert und mir dann auf den Arm stechen lassen. Und ja, also für mich haben meine Tattoos alle eine Bedeutung. Auch ähnlich, also das meiste hat mit Gott zu tun. Glaub, dass ich schon ein sehr, sehr gläubiger Mensch bin. Und glaub, zwei habe ich, wo es auch um Sprüche geht. Das muss ich selber nochmal schauen, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Zukunft ist ein Geheimnis und jeder Tag ein Geschenk. Das war damals so, dass ich im Urlaub war und war bei einer Yogastunde. Und Yoga ist ja auch so ein bisschen zum Runterkommen und war da auch total entspannt. Und da hat die Dame das vorne so gesagt und es hat mich dann losgelassen. Und ähnlich wie bei Jerome, so alles hat so seine Begründung. Wie fühlt ihr euch immer, wenn ihr ein Tor schießt? Hat gesagt, das Gefühl kennst du gar nicht. Das stimmt nicht. Maike hat ja ein ganz wichtiges Tor zum Beispiel geschossen gegen Cottbus. Ich glaube, da war sein Gefühl noch mal ein Stück weit stärker wie meins gestern. Ich glaube, man hat es bei mir gesehen. Ich wusste gar nicht richtig, wie ich jubeln soll. Ich habe 15 verschiedene Jubelarten in einem gemacht. Und, er hat es so ungefähr gemacht. So. Wie war euer Zusammenspiel so gestern? Von der Mannschaft oder nur wie Mike und ich zusammengespielt haben? Also jetzt von der ganzen Mannschaft. Der Trainer. Ja. Wie sind Sie Kapitän geworden? Ja, ich glaube in erster Linie dadurch, dass ich schon viele Jahre in der Bundesliga bin, glaube ich, ein ganz angenehmer Umgang mit meinen Mitspielern habe, auch wenn er das wahrscheinlich bestreiten wird. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Also ich bin seit knapp 3 Jahren Papa und dementsprechend gilt meine Freizeit außerhalb dem Fußball total meiner Familie, meiner Tochter, mit der ich gerne auf den Spielplatz gehe. Jetzt hier bietet es sich extrem an, Bauernhöfe zu besuchen. In meiner Freizeit. Ich schlafe sehr, sehr viel. Und dann auch mal ins Kino. Wir gehen oft mit den Jungs essen in der Mannschaft, glaube ich, was auch nicht so oft vorkommt im Profibereich. Was ist der Lieblingsgegner in der Bundesliga? Dummerweise war mein Lieblingsgegner eigentlich Freiburg, weil ich da eigentlich einen ganz guten Schnitt immer hatte von Siegen und auch oftmals selbst mit einem Tor erfolgreich war. Dementsprechend haben wir uns darauf geeinigt, dass ich jetzt hierher komme. Lenkt euch nicht manchmal ab, wenn Kameras im Spiel immer um euch rum sind? Das kriegt man gar nicht mit. Das Ganze, selbst wenn der Trainer reinschreit, hört man den fast gar nicht, weil das Stadion so laut ist. Also, und man darf sich da auch nicht ablenken lassen. Habt ihr Haustiere? Jein. Also eigentlich habe ich einen Nachbarshund, der mehr bei mir zu Hause ist, wie eigentlich bei ihrem Herrchen, der auch, glaube ich, sehr, sehr gerne da ist. Dann hatte ich einen Hund gehabt damals, wo ich aber dann nach Nürnberg von Saarbrücken gewechselt bin. Das ist natürlich die Schattenseite, auch das Profi-Geschäft, sage ich mal. Musste ich dann damals meinen Hund zurücklassen bei meinen Eltern. Und war natürlich nicht so einfach, wenn man 6 Jahre lang jeden Tag mit seinem Tier verbracht hat. Aber mir ist auch klar gewesen, ist dem Hund zuliebe, dass es keinen Sinn macht, wenn ich den mitgenommen hätte. Von daher, aber der lebt noch und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Ich glaube, es ist auch umgekehrt so. Deswegen ist er eigentlich ein Tier und doch irgendwie da. Und wie gesagt, habe ihn auch vom Nachbar, der halt öfters bei mir ist wie zu Hause.